Letztes Mal in Persona 5 Royal. Ja, überlass das ruhig mir. Deine Anwesenheit stimuliert meine Sinne. Ich freue mich schon auf mögliche weitere Inspirationen. Juska? Du riskierst gerade schon wieder, dass ich dich durchs Telefon zerre und mit auf mein Zimmer nehme. Nun zurück in die menschlichen Abgründe. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Persona 5 Royal. Beim letzten Mal haben wir die letzten freien Tage mit einigen unserer Freunde verbracht, unter anderem Futaba und auch Sojiro. Und ja, wir sehen es oben rechts. Wir nähern uns dem Stichtag, beziehungsweise sind am Stichtag angelangt. Und Sumi hat uns geschrieben, sie möchte uns was erzählen, bevor Maruki handeln wird. Und das werden wir natürlich uns anhören, gar keine Frage. Ein Glück. Sollen wir uns erstmal treffen? Am besten irgendwo, wo wir chillen und quatschen können. Tut mir leid für all den Ärger. Ich hoffe, du meldest dich bald. Selbstverständlich, überhaupt kein Thema. Oh, ich hab so ein bisschen im Hals. Okay, ja. Ich hätte gedacht, das wäre voiced. Entschuldigung, habe ich ein bisschen verpennt. Das ist das erste Mal, dass ich einen Jungen nach Hause eingeladen habe. Also, ich bin etwas nervös. Naja, ich werde ganz nervös. Aber wenn du auch so fühlst, werde ich nur noch unsicherer. Naja, ich werde versuchen, es nicht an mich ranzulassen. Hoffentlich hilft dir das auch, Senpai. Ich habe dich heute hierher gebeten, weil ich dir meine Entscheidung mitteilen wollte. Wir haben Kasumi und ich uns geschworen, die besten Turnerinnen der Welt zu werden. Fast alles hier ist genauso wie in Kasumis Schlafzimmer. Die Farben unterscheiden sich, aber sonst sieht es fast gleich aus. So war es schon immer. Kasumi meinte immer, wir sollten das gleiche Make-up und die gleiche Kleidung tragen. Tja, sie hat dich wirklich geliebt. Yes. Ja, dann als ich sie verloren habe, stand ich einfach nur unter Schock. Jetzt, wo ich ein bisschen Abstand dazu habe, kann ich darüber reden, aber vorher war es einfach zu, naja, im Großen und Ganzen muss ich zugeben, dass ich Dr. Maruki dankbar bin. Wie meinst du das? Naja, er hat mir nämlich gezeigt, dass es möglich war, mein Leben so zu leben, wie Kasumi Siris gelebt hatte. Sicher, ich bin davor weggelaufen, wer ich wirklich war. Aber wenn ich als Sumire weitergelebt hätte, ich hätte vermutlich nie mit dir geredet. Ich würde heute noch jeden Tag weinen. Dich konnte ich nur kennenlernen, weil ich zu Kasumi wurde. Und weil alles so passiert ist, wie es passiert ist, habe ich Stück für Stück gelernt, wie das Sumire zu sein. Ich brauche die Zeit, die ich als meine Schwester verbracht habe, einfach. Da bin ich Dr. Maruki dankbar. Und deswegen muss ich ihm auch etwas sagen. Oder eher, möchte ich ihm zeigen, dass ich einen Weg gefunden habe, mich der Realität zu stellen. Wenn Dr. Maruki sieht, wie weit ich gekommen bin, würde ihm das vielleicht die Stärke geben, das Gleiche zu tun. Das ist gar keine schlechte Idee. Ich bin hier, um dir zu helfen, Kasumi. Sumire. Ja. Entschuldigung. Scheiße. Oh Mann. Tut mir leid. Ich werde die stärkste Sumire, die ich sein kann. Ihr drittes Erwachen, ne? Schön. Mal gucken, was jetzt bei rauskommt. Wow, okay, das gefällt mir. This is... Alright. Sumiris Persona Vanadis hat sich in Ella verwandelt. Ja.
Vielen Dank, Akira-Senpai. Hätte ich dich nicht getroffen, ich hätte nie die Kraft gefunden, mich mir selbst zu stellen. Ich hoffe, wir können uns für immer aufeinander verlassen. Und dann werde ich mein Ich nie wieder verlieren. Wir machen gemeinsam weiter. Yes! Ja, ich folge dir, wo auch immer du hingehst. Thank you for bringing me here. Oh, es ist schon so spät geworden. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Sehr schön. Spezialskill Maskenball. Schwerer körperlicher Schaden. Zweimal bei einem Gegner. Oh. Tja, was machen wir jetzt? Ich würde es schon mitnehmen wollen. Zweimal schwerer Schaden? Ist eigentlich besser als einmal kolossaler, oder? Wir tauschen das mal aus, was soll's. Ah. Na, ja, du bist wieder da, ne? Ja, gut, es ist noch früh, aber ich denke, ich mache das Café für heute zu. Wir hatten heute so viele Kunden, dass mir die Zutaten ausgegangen sind. Wann ist das letzte Mal passiert? Mafik ist aber nicht abzuschließen. Okay. Ist das Marukis Einfluss? Morgen ist es endlich soweit. Na, wir haben die Route zum Schatz schon gesichert. Da gibt's keine Probleme. Jetzt müssen wir nur noch warten. Ja, cool, wir ziehen das durch. Ja. Oh, Akira-Senpai, ich wollte dich etwas fragen. Hat sich Dr. Maruki schon bitte gemeldet? Noch nicht, nee. Ich verstehe. Dann können wir wohl wirklich nur warten. Ja, du hast recht. Aber wenn bei mir was ist, melde ich mich bei euch. Bis morgen. Tja, mir macht das ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. My apologies for calling so late. Ja, ja. Wenn du von der Wüste sprichst, kommt's Kamel, gell? Das ist wirklich wahr. This is Maruki, by the way. Ja, ja, das konnte ich mir jetzt schon denken, du Spaten. I'm actually rather close by. Would you mind lending me an ear? Bist du jetzt schon zum Stalker geworden, oder was? There's something important we need to talk about. And if you do intend to confront me, I believe there's something you have to give me first. Ist das so? Tja, na gut. Thank you. I'll be at the cafe shortly. See you later. I caught all of that. Just as we suspected, he knew he'd have to get a calling card. Ja. I have no clue how this meeting is going to go down. Hey, just make sure you keep your guard up, okay? Aber selbstverständlich. Tja, offenbar ist Maruki unterwegs. Ich sollte unten auf ihn warten. Sollten wir tun, Hey! Ah, Maruki kommt endlich. Bester Mensch, halt drauf vorbereitet. Warte mal, ich brauche noch einen Moment. Warum brauche ich einen Moment? Ganz einfach, ich mache mir mal lieber einen Speicherstand. Okay, gut. Ich habe mein komplettes Hirn gebackupt. Wir können los. Hey! Was auch immer du Maruki erwiderst, ich vertraue dir. Du triffst bestimmt die richtige Entscheidung. Das hoffe ich doch. Puh, okay, jetzt bin ich gespannt. Sorry for the last minute visit. Ja, so sehr überraschend finde ich das jetzt gar nicht. How's Yoshizawa-san holding up? Geht dich einen Scheiß an. I've been concerned about a potential relapse. Considering her difficulties with accepting this reality. Tja. Sie ist genau richtig. I see. No, that's great news. So, getting down to business. I wanted to confirm with you one last time. Is there no other way to come to an agreement besides fighting? Tja. Eine Möglichkeit wäre da schon, wenn du nochmal alles überdenken würdest.
Aber wir akzeptieren eben diese Realität nicht. The reality I created may seem distorted from your point of view, but it's a reality where everyone is happy. Ach, Maroki. If you just stay, you'll never have to suffer the pain of loss or the pain from having people and things stolen away from you. So wie du. So, you saw what happened with Rumi. Allerdings, ja. Deswegen habe ich ja auch ein gewisses Verständnis für deine Denkweise, aber wir sind halt trotzdem der Überzeugung, dass es falsch ist. Na, okay. I'm not the one who suffered. She is. But she's still living a wonderful life right now. Maroki, du machst dir doch was vor. Du leidest doch mindestens genauso. In this world you call a distorted reality. But she still doesn't remember you, right? And you're fine with that? She may not be in my life anymore. But at least her own life is a happy one now. Und du glaubst, und damit alle glücklich sein können, musst du dein Leben lang leiden, oder wie? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass dich das glücklich macht, so wirklich. I'm not just doing this for Rumi. I want all of you to live just as happily as she is. Ja, aber was zum Teufel ist denn mit dir? But for Rumi's happiness to last, I have to move on. After all that's happened to her, to me, I just can't drag her into it. Also ich muss ehrlich gestehen, nach dem, was wir im Palast alles so gesehen haben, was zu dem Maroki führte, der jetzt hier vor uns sitzt, und auch trotz, dass wir ja im Prinzip kurz vor einer feindlichen, kämpferischen Auseinandersetzung mit ihm stehen, sein Verhalten und die Art, wie er spricht und wie er auch mit uns umgeht, er ist ja eigentlich nicht mal wirklich feindselig. In diesem Sinne, na, im Sinne von unseren vorhergehenden Zielen, die wir hatten. Das macht's wirklich schwer. Das macht's richtig schwer. Doc. My stance will not change. Ja. Und unsere leider auch nicht. Strange circumstances have led to my gaining this power. However, I now recognize it as being wholly inevitable. This is something only I am capable of doing. So, let me ask you the same. After really considering every option, do you have any doubts about your views? Nein. I suppose it's more accurate to ask, do you two gentlemen have any doubts? Yes. You're here, aren't you, Akechi-kun? What? Ich dachte, der spielt auf Morgana an. Wann ist denn Akechi hier aufgeschlagen? Akechi! You caught me. Oh, it was just a hunch. This issue doesn't only affect you. Akechi-kun, this involves you too. Tja. Akechi hat damit zu tun? Warte mal. Akechi wird doch nicht auch schon länger unter dem Einfluss von Maroki stehen und Maroki für Akechis Erfolg in Medien und so gesorgt haben. What do these two have to do with? The relationship you two share is very unusual. A detective and a phantom thief. Despite being enemies, your relationship isn't based on hatred or ill will. That's why I found it so tragic when I learned what happened in Shido's palace. You bastard! So,
My final enemy is a puppet version of myself. Kriegen wir jetzt wirklich zu sehen, was hinter dem Tor passiert ist? Say, didn't you regret how things ended with him? Was? Ich kann jetzt nicht mehr folgen, sorry. You two came to a deep understanding of one another. Yet you had no choice but to leave Akechi-kun to his fate. That's why I created a reality where you two could have a fresh start together. Was? The fuck? Warte mal, hä? Akechi gehört zu dieser alternativen Realität? Was, willst du mich verarschen, Alter? After all this, that's what you have to say. Seriously, you really are. That would mean the Akechi in the real world is... What the fuck? Alter, mir explodiert gleich der Schädel. Get what I'm saying? Ja, schon, aber... Ach du Scheiße. I genuinely didn't want to tell you like this. I didn't want to make it seem like I'm holding him hostage. But no matter what you may think of me, I just want you all to accept this reality and move on with your happy lives. Fuck! Alter! And that matters how, exactly. Don't tell me you think dangling my life before us is going to have any impact on our decision. Du bist dir der Tatsache bewusst? Well, I lacked conclusive evidence. But after I fought against you all, I had a gap in my memory that ended with meeting up with him again. Oh, okay, ja. There were also the cases of Wakaba Ishiki and President Okumura. Of course, I'd find all of that suspicious. I see. I had a feeling the truth of the matter still wouldn't dissuade you, Akechi-kun. But how about you? Shit, Alter. An der Entscheidung wird's nichts ändern, aber oh. Fuck, ist das heftig, ey. Damn, damit habe ich jetzt zu diesem späten Zeitpunkt nicht mehr gerechnet mit so einer Nummer. Oh, das Game ist aber auch Mindfuck, Alter. You think dangling my life before us is going to affect our decision? That's what Akechi-kun said a moment ago. If that's how you see it at this point, I'm fine with it. But I'm still going to ask you one last time. Will you accept the reality I create for you? Nein. You were the guiding light to my research. You showed me the way so I could make my dream into reality. I have nothing but gratitude for you. Not a single ounce of ill will. That's why I wanted you, of all people, to understand. Perhaps I shouldn't ask you for an answer on the spot like that. I'll be going now. Na, okay, du hast das vergessen. Ah, that's right. I've heard your calling. What the fuck, Alter? And about my question. I'll be waiting in the palace tomorrow. Just as I promised. If you still haven't changed your mind by then, we'll meet there. But if you don't show, I'll take that to mean you've accepted my reality. See you. What are you gonna do? Alter. Das könnt ihr nicht mit mir machen, ey. I'd like to speak with him.
Akechi. Gotcha. I'll leave the decision up to you. Let me know when you've reached an answer. I will carve my own path for myself. Holy shit, Alter. Echt? So kurz vorm Ende kommen die mit so einer Nummer. Bah. I refuse to accept a reality concocted by someone else. Stuck under their control for the rest of my days. Damn. Bist sicher, ja? Why wouldn't I be? Ja, gut. Diese Sicherheit wundert mich bei ihm nicht. Don't ask such stupid questions after all this time. All you have to do is stick to your guns and challenge Maruki. Or are you really so spineless that you'd fold over some bullshit trivial threat on my life? Puh. Ja, es ist natürlich übel, so wie er es ausdrückt, ne? Aber ja. Nein, wir sind natürlich nicht so feige. Aber Kleinkram ist das nicht. It is. Do you think I'd be happy with this? Being shown mercy now, of all times? Vermutlich nicht, ne? I don't want to be pitied. This isn't something I'm debating with you. Your indecisiveness on the matter is essentially a betrayal of my wishes. I want to hear you say it aloud. What do you intend to do? Wenn wir gegen Maruki kämpfen und gewinnen, kehren wir in die echte Realität zurück. Aber Akechi wird dort nicht mehr existieren. I won't wait a moment longer. Answer me. Wir halten Maruki auf. All right. I'm relieved to hear it. I will never accept this form of reality. Let's go back to our true reality. Shit, Alter. Damn. Das können die nicht machen, Alter. Ehrlich. Fuck. So alive. Also chaos as far as the eye can see. Alter, was nehmen die Storywriter? Das darf nicht wahr sein. Damit habe ich jetzt echt nicht mehr gerechnet. Da haben sie mich echt gekriegt jetzt. Alright. Akechis Persona Loki hat sich in Herbert verwandelt. What's a life worth in a reality that was cooked up just to satisfy someone else? I say none. We have to win this, no matter what. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Rebellionsklinge. Kolossaler Allmachtsschaden für einen Gegner. Sehr effektiv, wenn der Gegner am Boden liegt. Könnte man eigentlich... Krawallknochen raus, ne? Ja. Ha.
the fuck? Alter. All right. We're all here. It's time. Our final battle. Maruki came by LeBlanc last night, so we gave him the calling card. I doubt Maruki is still interested in discussion. You realize there's no backing out now, right? Ain't no way we're gonna run now. We're gonna confront Doc in his palace, show him what's up, and go back to our own reality, right? Tja. Dann los geht's ins Finale. Right. It appears we're all ready. It's time to take back what belongs to us. Our... Alter, jetzt bin ich echt fertig. Aber auch diesen letzten Kampf werden wir ohne Zurückhaltung bestreiten. Okay. Auf in den düsteren Korridor. Let's go. Warte mal. Wir sollten der Fairness halber. Yes. Wir nehmen Akechi mit. Wir erweisen ihm die Ehre, dass er seinen letzten Kampf selbst bestreiten darf. Ich denke, das ist angemessen. Und würde ich sagen, auf zum Kampf im Paradies. I see you made it. Come on up. I'll meet with you at the center of paradise. Jetzt, wo wir die Treppen haben, können wir endlich weitergehen. Beenden wir die Sache. Geht klar. Wissen die anderen eigentlich von der Tatsache, dass wir, beziehungsweise dass Akechi sich jetzt quasi selbst opfern wird? Puh. Na, wie auch immer. Es nützt alles nicht. Wenn wir hier durch sind, haben wir keine andere Wahl mehr, als Maruki gegenüberzutreten. Bist du bereit, Joker? Ja. Yes! Hört das auch mal auf. Ja, hier, wie es aussieht. Ja. Alter. Hoch hinaus. Thank you for coming. It looks like I have your answer. Ja. Jetzt sind wir uns sicher. That's good to hear. Now, let's begin. If you win, my heart will be changed. However, if I win, my reality becomes the true reality. I will overwrite all of existence with my own cognition. I'm not holding back anymore. What the? Just as you have your own beliefs,
I too have no intention of changing my plans for reality. No matter what happens to me in the end, I will fix this torturous world. That is my own rebellion. Ah, fuck, here we go. His apparel just... Ooh! The heck? And I believe you called forth your power like this. Persona. No way! So Marky really does have a persona. Ja, das war ja zu erwarten. I'd regret not pointing this out to you. You shouldn't mistake our powers as being equal. It's time, Azathoth. Our final battle has come. My persona guides me. Oh, shit. Na, mal sehen. Dr. Maruki. I have to do this. Incoming, guys. Get ready. We are ready. At least I hope so. Okay. No. The opponent is strong. Don't do anything reckless. Persona. Oh shit, das hab ich geahnt. There. Knocked him right off their feet. Okay. Persona protected him? Yeah. This persona's definitely trouble. Wir müssen die einzelnen Schwächen rausfinden. Die Mucke, Alter. So ruhig wie sie ist. Überraschend ruhig für so einen Kampf, aber trotzdem. Die Wirkung verfehlt's nicht. Oh, shit. Fast leer. Und das sollte ich mich mal drum kümmern, oder? Nicht, dass uns hier noch zum finalen Kampf der Saft ausgeht. Genau, Futaba, übernimm mal kurz bitte und ich sorg mal dafür, dass ich hier Saft haben werde. Und gib mir eine Sekunde, Moment. I'm not done. Schon. Mach mal jetzt so, da lad man extern. Komm, geht doch ran jetzt hier. So. Ich müsste jetzt Strom haben, eigentlich. Und wir machen weiter hier. Go down! Right off their feet. Nice, Joker.
I'll try. Persona! Na, blockt quasi alles im Moment, ja. Was? Ach. Scheiß Kabel hier. Moment, Moment, das wird so nicht, Leute. Gib mir eine Sekunde. Ready, Joker. So, aber nu. Okay. I'll break them. Ich meine, wir kommen der Sache näher, ne? Okay. Let's dance! Let's finish this! Something isn't working! Oh yeah. What? Huh? Oh, was? Persona! There! Knocked them right off their feet! Nice, Joker! Persona! Not this. Up to you. That's my cue. Persona! Halloward! Good. Let's go. I'll break them. Irgendwie werden wir das ja hinkriegen. Ich meine, der ist verdammt stark in der Verteidigung, ne? Aber im Angriff hat er bisher jetzt noch nicht so viel rausgehauen. Dementsprechend fühle ich mich hier eigentlich relativ gut dabei. Okay. Da habe ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu früh das Maul aufgerissen. Alter! Ravage them! Knocked them right off their feet! Nice, Joker! Go ahead. No, I'll handle this! Persona! Enchant us, Ella! Yay, Violet! You went right for its weakness! Kill them, Harrowers! I'll use my persona! I'll return the favor! Sure. Ich glaube, wir müssten eigentlich erstmal den rausnehmen, ne? I'll break them. Dann müsste eigentlich die Regeneration wegfallen, wenn wir das machen, oder? Get
Queen's Persona. Lost her memory! Her persona's been sealed! There! Knocked them right off their feet! Nice, Joker! Alright, on to the next! Feel my power! Kill them, Harold! Direct hit to their weakness. Nice work, Crow. Get yours. Queen's lost her memory. Okay, wir können aber genau. That's one down. Go, Queen, go. Nice one, Queen. You hit their weak point. Was? Queen's lost Shit. Her persona. Her persona's been sealed. Wieso hat denn das jetzt, wieso macht denn das jetzt so wenig Schaden bei diesem Hauptkörper? Das nimmt doch kein Ende hier. Go down. Oder ist das nicht der... Doch, das ist der Hauptkörper. Do it. Not done yet. Crush them. Feel my power. Harroward! You're on. I'm ready to go. Nice. Persona! Okay. Not bad. Just begun. Was soll denn das? Shit. So let's move on. Das sieht nicht gut aus. Persona! They can't do anything? Something's not right here. Ja, irgendwas stimmt nicht. Keine magischen Angriffsskills, huh? Knocked him right off his feet. Nice, Joker. Not yet. Direct hit to their weakness. Nice work, Crow. Out of our way. Persona. Manifest. Okay. Let's dance. Ewiger Glanz. Was? I've got some moves. The fuck? Damn! What? Can we really do this? Wollt ihr mich völlig verarschen? Oh man. Shizawa-san. That pain you're suffering. It must be impossible to move on. Oh. Wird Sumire uns jetzt retten? I want to save you from that awful life.
never forget that again. Crow's completely dizzy. His accuracy is low. Übergabe funktioniert nicht. Okay, das ist jetzt das kleinere Problem. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Ich brauche erstmal eine Erlösung für uns alle, ansonsten geht das nämlich in die Hose. Gut. Okay. Ich denke, die Übergabe funktioniert nicht. Persona! Agnes! Rose up again! It's payback time! Great. Harroward! And there it goes. Good one, Crow! Ah, shit! Come on, loose! Verdrückt! So eine Scheiße! You went right for its weakness. Crow's got some moves. Crow got knocked down. He needs cover. They're too strong. Das ist nicht gut. Do you remember how every one of your dreams was granted in my reality? Not a single person is in pain here. Everyone is happy. Why would you deny them that opportunity? Joker, you're dizzy. It's hard to sleep with anything. Oh, Heilung funktioniert nicht. Was? Das habe ich zu spät gesehen. Crow's completely dizzy. His accuracy is low. That's one down. Go, Queen, go! Nice one, Queen. You hit your weak point. Everyone's health is really low. Can someone heal? Joker, you're dizzy. Be hard to hit it with anything. Das geht in die Hose. Das geht in die Hose. Und zwar so richtig. Hey, Joker! Joker! Das ist ja gemein, Alter. Heilung funktioniert nicht. Ich glaube ja wohl, es hackt. Okay. Is this truly it? Have they finally broken your spirit of rebellion? Letzter Schutzraum, bitte. Und warum, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Und mal gucken, ob es dann besser klappt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, ich überlege mir jetzt eine Strategie. Bis dahin, haut rein.